Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part von Fantasy Type Zero. Ich bin es, euer Name Simafix. Wir haben uns im letzten Part ein wenig hier von der letzten Mission erholt. Und sind hier nun ein wenig im Riverrunner-Gebiet, haben uns ja im letzten Part hier mit allen möglichen Menschen unterhalten und schauen uns hier auch noch ein bisschen hier in der Umgebung um, weil wir müssen ja hier auch das schöne Gebiet mal hier uns anschauen, was wir hier so schön zurückerobert haben. So, zack. Zack, weg Bomber und weg. Oh, der ist schon ganz schön groß geworden. Naja, kein Problem für mich. Und wir schauen uns nun ein wenig hier in den Außenposten um. Na, weiterkämpfen natürlich. Zack, wir brauchen die Erfahrung. Denn das ist der andere Grund, warum ich jetzt hier spielen will. Ich würde sagen, den Part machen wir noch, weil ich denke so, dann werden wir uns hier noch in dem Part ein wenig umschauen. Aber danach müssen wir definitiv mal leveln, weil ihr seht schon, Leute. Beim letzten Fighter lief nicht alles so super glatt hier. So, kommen da noch mehr Gegner? Yep. Irgendwann kommen das Special-Gegner wieder auf Level 99. Ich weiß halt echt nicht, wie man fliehen kann. Das hat aber auch bis jetzt mir noch niemand erklärt. Wahrscheinlich kann man aus den Kämpfen gar nicht fliehen, oder? Wäre auch schön. Okay, da sind wir Level 14er Bomber. So, sehr schön. Ah, stopp. Sehr geil. Zack. Da kann man den sehr schön töten. So, das war gut. Bam. Hier meine sexy Spielkarten. Weiterkämpfen, natürlich. Level 20. Ja, ey, Leute. Das Spiel muss es auch immer übertreiben, Mann. Da kommt ein Gegner auf Level 14 und dann kommt er auf Level 20. So. Aber der Stoppzauber ist echt wichtig. So. Selbst diese kleinen Gegner sind hier schon Level 20. Jetzt sollten wir uns, glaube ich, zurückziehen. Nach dem Fight. Verstehe gar nicht, wie meine... Hoppa! Zack, zack, zack. Und... Stopp. Sehr gut. Zack, 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 zack. Und dann machen wir ihn schön fertig. Stopp und abhauen, Leute. Das ist eine gute Strategie. So, das war eigentlich ein schöner Fight. Aber ich denke, jetzt reicht es auch hier mit Level 20. Oder wollen wir es... Ja, komm, Leute. Ihr wisst doch, ich bin dumm. Level... Ja, okay, also... Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir eh tot, Leute. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Level 28. Ich dachte, ich weiß nicht. Aha! Hab ich mich gerade selbst gestoppt? Fliehen, fliehen, fliehen. Level 28, ich dachte, die kommen jetzt so mit Level 25, aber nee, nee, Level 28, ja, ja. Wenn der Maxi es auch immer hier wissen will. So, erster Charakter schon down. Ich kann ja auch einfach wieder derbe Ifrit beschwören. So, jetzt mal Dios rein. King ist down. So, zack, zack. Das Problem ist, diese Dex-Dinger muss man schnell besiegen. Natürlich treffe ich jetzt auch nicht mehr mit meinem Stopp. Weil das wäre ja meine einzige Chance, dem irgendwie Schaden zuzufügen. Lass mich in Ruhe! Geh weg von mir! So. Zack. Ha, Leute. Dieses Kampfgeschick. Ausweichen. Und hoffen, dass mich keiner angreift. So. Aber wir haben noch kein Leben verloren. Sehr gut. Ich mache dem auch so gut wie keinen Schaden. Wartet mal. Ist da noch ein anderer eigentlich? So, jetzt kümmern sich alle um den Bomber. Das ist sehr gut. Ich treffe den noch gar nicht. So, jetzt. Ich schmeiß mal deine coolen Karten richtig hin. So, komm. Level 28. Eine Attacke. Eine Drecksattacke und fast tot. Eine Attacke und fast tot. Super. Okay, dankeschön. Jetzt hat es für mich aufgehört, weil ich wäre so blöd gewesen, hätte er wahrscheinlich noch weitergemacht. Level 28, doppelte Level von uns. So, danke. Jetzt lebt hier der, ich glaube, der Nine oder der King oder wer auch immer gestorben ist. Ah, Leute, Leute. Das war schon echt hart hier. Aber egal. Kein Problem für mich, aber ja, mal locker hinbekommen. Aber so kann man echt ganz gut leveln. Das Dumme ist, der Stoppzauber hat nicht mehr funktioniert. Hätte der Stoppzauber noch funktioniert, Leute, dann hätten wir echt nicht so viele Probleme gehabt. Mach ich total ernst, weil der ist echt super. Müssen wir uns merken. So, gehen wir mal in den Wald. Kann man da reingehen? Nee. Aber schöne Gegner warten auf uns, oder? Natürlich. So, eine andere Region. Oh,
What the hell? Vertigo. Der sieht irgendwie gemein aus. One, two. Ah, super. Was war denn das schon wieder für eine schlechte Aktion? So. Jetzt könnt ihr mal alle aufhören, mich anzugreifen. Ich muss mich hier konzentrieren. So, zack, zack. Ich kann nicht mehr Karten beschwören. Warum kann ich nicht mehr Karten beschwören? Nein. Hat es der Gegner auf mich gemacht oder habe ich schon wieder Stopp auf mich selbst gemacht? So. Ja, aber den kann man schon besiegen. Also der Vertigo ist hier ein bisschen härter, aber ansonsten kann man den Rest schon locker beziehen. Da ist so ein kleiner Aquapudding. So, müsste man eigentlich mit Magieren zu greifen, aber ich kann mehr. Bin so faul davor. So, man kennt ja diese Puddings, die gibt es ja in jedem Fall in Fantasy. Man kann sie theoretisch mit normalen Angriffen sehr, sehr, sehr schwer nur besiegen, weil sie dumme Gegner sind. Aber mit Magie kann man die eigentlich locker besiegen. Das Problem ist halt, hier kostet Magie immer Mana. Also es ist nicht so, dass man... Ja, also ich sag jetzt mal, Magie ist hier wirklich was Rares, weil man so wenig Magie hat, was denn das? Dass da so Feuer explodiert, ich glaube, das ist eine schlechte Schlacht. Ah, Präventivschlag, cool, hat man noch nicht. So, habt ihr gesehen, dieser dumme Aquapudding ist schon wieder auf mich gesprungen. So, ich kümmere mich um den Vertigo und ihr kümmert euch um den Rest, okay? Oh, ausgewichen. Nicht aus, doch, ausgewichen. Ha, stopp! Und jetzt war's das mit dir. So, Leute. Ich sag ja, Stopp ist so ultra effektiv. So. Zack, zack, zack. Ich liebe es. Ja, warum denn nicht? Macht ja doch so viel Spaß gerade. So. So, jetzt sind die direkt auf unserem Level. So. Nein, ich nicht. Eigentlich sind sie sogar schon wieder überlevelt für uns. Unterlevelt, meine ich. Zumindest die Gegner können hier echt gut ausweichen. Das gefällt mir nicht. So. Zack. Aua. Ah, fast im Stopp stehen geblieben. So, 1, 2, 3. Ich hab nur 2 Karten. Aua. Der war fies. Aua. Aua. Was ist denn das für ein Dreck? Ich kann immer ausweichen. So. Der war schön, wer immer diesen Präventivschlag da ausgeführt hat. Diesen Superschlag meine ich. Aber hier werden wir, eine Phase werden wir noch machen, aber die dritte Phase werden wir hier definitiv nicht machen, weil die Gegner sind mir hier schon zu hart dafür. Ich meine, die anderen, die haben ja, bevor die auf Level, na warte, Level 13 ist der. So, der ist besiegt. Die beiden sind sogar besiegt, das ist sehr gut. So, stopp und das war's schon. Zack, aber der hat viele Lebensbalken. Das war's noch nicht. Aber wenn wir ihn auf einen runterkriegen, dann ist es auch gut. So, sehr gut. Ach, Leute, Stopp ist so schön. Stopp ist so schön. Besonders, dass es so leicht von der Hand einfach geht. So. Ach, Leute. Ja, aber jetzt kommen sie mit Level 30 oder so. Ja, klar, Mann. Ja, von Level 13. Was waren sie jetzt gerade? Level 13 waren sie jetzt alle. Und jetzt sind sie alle Level 20. Ja, klar, Mann. So lächerlich, Mann. So derbe lächerlich einfach. So derbe lächerlich. Aber ich krieg hier die ganze Zeit schöne Schläge hin. Wer hätte da den Stoppzauber gemacht? War ich das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. So, jetzt muss ich hier mit Level 1 Schaden machen. So. Nein, du stirbst mir jetzt nicht hier, oder? So, Sieg, Sieg, Sieg. Sieg auf ganzer Linie. Bin ich blöd? Leute, ihr wisst, ich bin dumm. Ich bin dumm im Kopf. Level 32. So, erster schon tot. Size. Jetzt hat jeder ein Schild. Okay, das ist unser Tod. Jetzt funktioniert Stopp nochmal, gell? So, eine Attacke, wir sind down. Maximal 2. Eine. Sehr gut, das ist unser Down, das ist unser Tod, das ist unser Tod. Warum kann man... Rückzug. Ich will keinen Rückzug machen, ich will einfach nur hier von der auf die Karte wieder. So, dann nehmen wir Trey. So. Oh. Wie effektiv sind wir gerade? Das ist so fies, dass dieses scheiß riesige Monster die ganze Zeit auf mich geht. So.
Aber ich kann da nicht richtig angreifen. Oh, was war denn das für eine geile Aktion? Er hat sich mein Scheißschild einfach mit einem Schlag geschlagen. Das ist unfair. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Leute, ich glaub's ja nicht. Mit einem Schlag hat der meinen ganz schönen Wald hier zerstört. Dann bin ich... Oh nein, jetzt bin ich der Typ. So. Hat sie gesagt, einmal Blitzboller. Wäre nett. Aber egal. So, erstmal der. So, jetzt gehen uns langsam hier wieder die Charaktere aus. Und jetzt haben wir ein richtig großes Problem, weil ich glaube, wir haben keinen Fernkämpfer mehr. So, jetzt haben wir Fight. Ich weiß nicht, wie ich mit Fight angreifen soll gegen ein fliegendes Viech, aber egal. Boah, was der für Attacken auch drauf hat teilweise. Ah, das ist unser Ende. Und ich kann nicht fliehen, weil ich nicht weiß, wie es geht. So, oh, jetzt habe ich auf die Share-Funktion gedrückt. So, Pause. Leute. Ich muss jetzt mal echt schauen, wie man auf Kämpfen fliehen kann, weil wir haben keine Chance jetzt gegen den noch. Pause. Wartet mal kurz. So, da dieses Spiel zum einen kein Drecks... Ey, Leute, ich könnte ja mich wirklich aufhängen. Dieses Spiel hat kein Pause-Menü, außer wenn man immer direkt erstmal Pause andrückt. Das ist schon mal furchtbar. So, und im Endeffekt sieht es so aus, ich habe den irgendwie einen schönen Strike verpasst, deswegen hat er schön viel Leben verloren. Aber ansonsten kann man nicht fliehen. Man kann aus diesem Spiel nicht aus Kämpfen entfliehen. Das ist natürlich eine sehr gute Eigenschaft. Und wir warten jetzt immer, bis sich unsere Pistole aufgeladen hat. Dann machen wir den. Dann laufen wir weg. Dann laufen wir weg. Dann laufen wir weg. Hoffen, dass wir irgendwie einen Super Strike bekommen. Und ansonsten hoffen wir jetzt einfach, dass dieses Viech uns nicht tötet, weil mit einem Schlag sind wir instant down. So, zack, zack, zack. Und anders können wir jetzt nicht machen. So, also, Leute, Class 0 würde ich jetzt sagen. Ja, wir sind Class 0, weil wir gleich 0 noch am Leben sind. So, diese Ladung, Leute, die ist so wichtig. Ich freue mich so, dass unser letzter Charakter ein Charakter mit Wahlkampf ist. Kater, muss ich mir merken. Ansonsten wären wir jetzt eh schon weg. Ansonsten wären wir jetzt eh schon weg, weil im Nahkampf kann ich ja eh nichts machen. Also ich weiß nicht, wie man fliegen kann. Wahrscheinlich mit dem Item oder so, aber also auch da, wo ich gelesen habe, die wussten auch nicht, wie man fliegen kann. Also super. Oder ich war hier nur zu voll, um weiterzulesen. So, zack, zack, zack. Immer schön weglaufen. Ladung aufladen hier. So, 58 Schaden. Es ist aber auch lächerlich, Mann. Wie diese Gegnerkurve immer nach oben geht, man. Nicht irgendwie von 2 Level, 5 Level, teilweise von 10 Level, teilweise 20 Level. Ach, ist doch scheiße. So. Kater, wenn du auch sein magst, du bist der coolste Charakter von allen. Scheiß auf Ace. Spiel ist nur noch dich. So, zack. Leute, wenn ich das überlebe. Ich möchte es ja nicht verschreien. So. Überlebt, 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 überlebt. Der beste Kampf, würde ich sagen, aller Zeiten, oder Leute? Chocobo. Das ist mir jetzt wert, dass ich bis dahin ein Chocobo nehme. Alle tot, bis auf Kater hier. Oh, Leute. Ich bin schon echt gut, Mann. Ich bin schon so gut. Aber egal. Geschafft ist geschafft. Und das ist doch das Wichtigste. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ganze Drecksteam ist tot. So, sorry. Ich nehme aber trotzdem wieder Ace. Tu mal King raus. Und tun dafür Kater rein. Du bist der coolste überhaupt, Kater. Speichern. Oh, Class 0, Leute. Class, verdammt nochmal 0. Ein Charakter hat noch gelebt. Ein Charakter. Mein Gott, beim letzten Mal haben sie jetzt 2 Charakter belebt. Und jetzt? Furchtbar, Leute. Aber was soll ich denn da machen, Mann? Das sind aber so starke Gegner. Das kann nicht sein. Ich sag ja,
Drei Sprünge an Gegnern habe ich. Der erste ist Level. Was war da Level? Ja, ich will nicht nach Togriff gehen. Obwohl, wir können nach Togriff gehen, nur am Rande. Und wenn, dann hoffen, dass uns kein Gegner anhüpft. Also, die Gegner fangen an mit zu Level. Oh, das ist ja schon wieder, das ist ja gleich mal eins von den Drecksviechern. So Level 10, dann beginnen sie auf Level 12, dann sind sie Level 22 und dann sind sie Level 32. Es ist so lächerlich, wie man die Gegnerkurve rapid nach oben geht. So, ja, super. Der Aquapudding hüpft mich direkt an, ohne dass ich ausweichen kann. Sehr schön. So. Also, ihr seid schon tot. Sehr gut. So. Ach, Leute, Leute, Leute. Das läuft ja wie geschmiert einfach. Wisst ihr, was ich nicht mag an Final Fantasy? Mochte ich noch nie. Ich hab da schon einige unschöne Erfahrungen gehabt. Dass wenn man in Final Fantasy stirbt, einen machen wir, aber nur wirklich einen. Wenn man in Final Fantasy stirbt, dass man tot ist. Dass man Game Over ist, Leute. Ich habe es schon immer gehasst und ich hasse es auch noch immer. Ich erinnere mich an Final Fantasy 7, wo ich ewig lang gelevelt habe. Es war irgendwie erstmal diese Hintergrundgeschichte da von Dings da, Yuffie hatte. Weil da habe ich ewig lang gelevelt und dann bin ich einfach gestorben wegen irgendwie verwirrt, versteinert, irgend sowas um den Dreh. Und da habe ich dann auch erstmal eine Pause von Final Fantasy gebraucht. Das nächste, Final Fantasy 6, kurz vorm Endfight, also ich bin da mindestens 20 Mal gestorben. Ich habe da aber auch nach jedem einzelnen Kampf dann wirklich gespeichert, weil jeder, der Final Fantasy 6 gespielt hat, der kennt diese dumme Wiese mit den Dinos, wo dieser Drecks-Dino ist, der dich wahrscheinlich auf Maximallevel noch mit einem Schlag töten kann. Was ganz schön fies ist. Aber zumindest da habe ich ja, wie wahrscheinlich viele, habe ich mir da die Seele aus dem Leib gegrindet, um hier Erfahrung zu sammeln. Da gab es diesen Dino, der mich auf so einem hohen Level, wo ich selbst gegen den letzten Fall des Spiels eigentlich keine Probleme hatte, weil der einen mit einer Attacke töten konnte, wenn er seine Special-Attack gemacht hat. Also, ach ja, Final Fantasy. Ist halt so. Ich mag Tails. Da kann man nicht instant sterben. Obwohl. Tails of Azeroth ist auch nicht. Ein Chocobo. Scheiße, ein Chocobo. Chocobos greifen jetzt einen nicht an, Leute. Also, wenn du mir jetzt erzählst, dass Chocobos aggressive Kreaturen sind, dann kriege ich ja wirklich eine Kretze. Was war das? War versteinert, oder? Dankeschön fürs Heilen. So, der war gut. So, wir müssen jetzt definitiv aus dem Gebiet wieder fliehen. Das ist dumm, Mann. Also, ich muss sagen, mir gefällt das einfach nicht mit so Gegnern, die ich so sehe. Läuft er mir... Okay, läuft er mir vorbei. Also, sowas kotzt mich ja super an. Scheiße, ich weiß nicht, was rausgeht. Wo bin ich näher gekommen? Nein! Sowas finde ich furchtbar, Leute. Weil, ihr wisst ja, wenn uns ein Gegner anhört, wir können gleich mal neu laden. Weil das ist der Unterschied ist, also während wir den anderen hier mal mit viel Wollen und Hoffen hier besiegt haben, können wir das nicht besiegen, weil das sind alle Level 99er Gegner. Also sowas, sowas kotzt mich so an, wer auf so eine Idee kommt, dass sowas lustig ist. Xenoblade. Bestes Beispiel. Xenoblade hat in jeder Karte auch immer Kämpfe mit ultra überpowerten Gegnern. Da war immer so ein, zwei richtig überpowerte Gegner, gegen die man auch, zumindest in der Phase, wo man da das erste Mal hingekommen ist in die Region, keine Chance hatte. Da gab es immer so einen Level 80er Gegner und ich sag mal so Level 20, 30. Also, ein Schlag, weg. Irgendwie auf Level 40 hat man vielleicht zwei Schläge ausgehalten, aber fertig. Doch, erstens, zwei Sachen. Erstens, diese Gegner waren nicht ultra schnell, so wie sie es hier sind. Und zweitens, mal abgesehen davon, dass man mit Xenoblade, wenn man gestorben ist, einfach mal an der nächsten Ecke wieder gespawnt ist. Muss ich Anima sammeln, oder warum geht's nicht weiter? Ja. Und zweitens, die werden doch ja langsam ganz schön stark. Der große Unterschied war, dass man diese Gegner aus der Entfernung richtig schön sehen konnte und eben umgehen konnte. Hier laufen ja diese Gegner mit so einem Tempo rapide rum, dass man null Chance hat. Ich sag ja, wir haben sie an diesem Dings Koloster gesehen. Beomod, was auch immer. Beomod, aber egal. Ihr wisst schon, das Viech eben hier mit den Hörnern. Das hat uns ja beim letzten Mal so verfolgt, dass wir nicht mehr abhauen konnten, weil es so schnell war. So, ich bin so kurz davor gewillt, wieder gleich ein Chocobo rauszuhauen. Weil ich habe so Angst, Leute. Jetzt alles, was wir hier in der schönen halben Stunde jetzt gelevelt haben, wäre umsonst. Einfach, weil ich den Weg nicht mehr rausfinde. Ich glaube, der Weg raus ist nämlich da.
Scheiß drauf. Chocobo! Rette mich! So. Leute. Das war eine gute Mission. So, ich laufe jetzt hier einfach ein bisschen entspannt rum. So, erkunden wir hier die Region. Und dann gibt es diesen Hügel hier. Der Hügel gefällt mir nicht. Kann ich hier runterhüpfen? Chocobo, jump! Jump! Ach Leute, ich verschwende meine guten Chocobos. Ja, aber man bekommt auch genügend Chocobos. Also so ist es nicht, dass man wirklich am Chocobo-Mangel leidet. Und das finde ich auch gut, weil ansonsten... Ich sage, in so einer Region, also wie hier die Topography, und ich komme da nicht durch ohne Chocobos. Ich würde das niemals überleben. Ist halt leider einfach so. So. Was ist denn hier? Eine Höhle? Die Corsi-Grotte. Da gehen wir jetzt mal noch rein. Ich denke, wir haben ja noch 5 Minuten. Dann würde ich sagen, tun wir hier uns nochmal kurz umschauen. Schauen wir, ob wir die Gegner alle hier auf Level 100 sind. Würde mich ja nicht wundern. Level 2 sind schon zu stark für meinen Geschmack. Also Dungeon gibt es hier auch, oder? Wie ist das jetzt hier zu verstehen? Geht nicht auf den dummen Ace. Geht nicht auf den dummen Ace. Ace mag keiner. Sehr gut. Natürlich geblockt er. So, wir werden hier aber auch nicht lange kämpfen. Hier auf Level 22 sind wir schon wieder arg zu stark. So. Ich sag mal, einen Gegner werden wir vielleicht noch weitergehen. Ach, da kommen wir gleich die nächsten. Sehr gut. So. Zack, zack. Wer ist da? Kata. Kata. Ich dachte, du wärst der King. Also, nee, also nicht der King, aber du wärst einfach gut. So. So. Ah, der war fies. Schön nicht getroffen. So, ich brauche unbedingt eine Fernkampfattacke mit Ace. Der Eisboom ist zwar echt stark und sieht auch ganz cool aus, aber brauche ich noch irgendwas anderes. Also die spawnen hier unendlich, sehe ich das richtig? Dann ist das eigentlich ganz nett, wenn ich einfach hier stehen kann, immer schön am Ausgang stehen kann. Und wenn es mir zu hart wird, dann, dass ich einfach fliehen kann. Übrigens, Leute, ich muss mal über ein Problem von Type Zero sehen. Was ich vor dem Kampf hatte, also, wie gesagt, Leute, da war dieser schöne überpowerte Gegner, gegen den ich null Chance hatte. Hier dieser Level 32er oder was auch immer. Und das Lustige an diesem Gegner, was so super ultra lustig an dem war, ich habe versucht, ein Item zu nehmen. Vielleicht, ihr kennt ja so Fluchtsteine oder was es immer gibt, es ja manchmal hier. Irgendwie sowas. Aber Leute, wisst ihr, was das Geile? Ein Type, oh, was ist denn da hinten? Ein Bomber Level 22, das ist nicht gut. So, ein großer Bomber, der immer größer wird. Jetzt greift ihr direkt Bomber an! Ein Haar wäre explodiert. Wäre man definitiv alle down gewesen. So, und ja. Kann ich mal Animal sammeln? Bitte? So, und Leute, dass man kann in diesem Spiel nicht ins Menü greifen, ohne das, ohne hier, also man kann das Spiel nicht pausieren im Menü, wenn ich ein Item benutzen will. Keine Ahnung, weil ich wenig Leben habe, weil Karte wenig Leben habe, wer auch immer. Ich habe dazu ein Echtzeitmenü, Leute. Sowas ist für mich eigentlich null. Also sowas kannst du in einem MMO machen, wo dein Spieltempo 2 km/h ist und du erstmal und dieses Wurscht ist. Aber Leute, in dem Rollenspiel, ich krieg das so die Grenze. Also, sorry, wer sich das ausgedacht hat. Type Zero ist ja sicher ein sehr cooles Spiel und das würde ich auch sicher nicht abstreiten. Aber das ist für mich wirklich ein richtiger schöner Downpoint. So, ist immer noch jemand? Natürlich kommen immer mehr Bomber. Mag Bomber nicht. So, zack, zack, zack. Verdammt, wir hatten eigentlich eine Aufgabe hier in der Höhle. Die hätten wir annehmen sollen. Versuchen wir es mal wieder mit unseren Kartentricks. Hat der jetzt getroffen, oder? Nee. So. Sieg! Ich will noch Level 18 erreichen. Und die letzten 3 Minuten rumbringen. Und dann werde ich auch wieder hier zurück nach, die Hauptstadt gehen. Weiß gar nicht. Wie heißt denn die Stadt? Gute Frage. Die Akademie einfach, oder? Oh, habt ihr, ich dachte gerade hinten, dieser schwarze Fels, der hat sich bewegt, aber ich glaube, der hat sich nur ein bisschen, der ist aufgeploppt, sagen wir so. Das war knapp. So. So, Stumptown-Qual. So, warten wir auf den nächsten. So. Zack, 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 zack. Sehr gut.
So, also ich finde es schön, dass die hier alle immer auf demselben Level bleiben, dass sie nicht stärker werden pro Höhle, weil eigentlich kann man hier ganz gut leveln. So. Aber Leute, ich weiß, dass am Ende der Höhle, da wartet dann der Supergegner. Das ist so klar. Der ist dann Level 50 oder so und keine Chance. So, Ace ist Stufe 18, das ist sehr gewichtig. Nein, ist auch Stufe 18, das freut mich natürlich auch. Wir machen den Kampf dann, würde ich sagen, noch zu Ende und dann sind wir auch fertig. So. Hier geht's ja auch weiter. Kann man sich hier verirren in der Höhle? Oh, super, hier kann man sich verirren. War jetzt hier ein Sieg? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ich mag keine Höhlen, wo man sich verirren kann. Warum zeigt er mal einen Pfeil in die Richtung? Heißt es einfach nur, dass da Norden ist? Nein, mir wurscht. Aber der zeigt mir an, dass ich da hin soll. Nein, es ist mir zu riskant, Leute. Wir können immer noch, wenn wir ein paar Level stärker sind, können wir immer noch dahin. Also ist ja eh wurscht. Komme ich hier aber wieder raus? Müsste ich. So. Ja, gut. Okay, dann ist alles super. Eingang quasi Korte. So, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, Leute. Wir haben jetzt hier in dem Part schön gelevelt, hatten ein paar lustige Erfahrungen hier mit dem Level 30er, den wir hier mit einem Charakter leben haben. Wie gesagt, niemand ist von Klasse 0 jemals gefallen. Ich bin zumindest zufrieden. Wir haben es irgendwie überlebt, den Part hier ein wenig mal gelevelt, haben uns hier ein wenig mehr ins Spielprinzip hier reingeeifert und das ist doch was Schönes, oder? Gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Wir beenden noch kurz den Kampf. Die sollten jetzt kein Problem sein hier, die Versprengten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier mit Final Fantasy Type Zero. Und dann geht's wieder hier mit der Hauptzoll unserem Krimskrams weiter. Bis dahin dann, euer DMZimmerFix. Ciao!